Hallo YouTube, hier spricht man in der Hauptstadt. I'm Assassin hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einem Online-Gameplay. Allerdings ist das Ganze nicht von mir gespielt, sondern von einem guten Kollegen von mir, und zwar dem Aussie Nation. Das ist eine Chemstrike auf der Map Whiteout, mit Specialist natürlich erspielt. Und warum ich dieses Gameplay heute nehme, hat einen einfachen Grund. Ich hatte ja gesagt, ich nehme vielleicht das ein oder andere Gast-Gameplay in der Zeit, wo ich jetzt nicht wirklich online spielen kann, beziehungsweise halt nicht unter, fairen Voraussetzungen online spielen kann. Und dem Aussie Nation hatte ich schon ziemlich lange mal einen Gast-Gameplay versprochen, weil wir uns mittlerweile schon ziemlich lange kennen. Hat eine ganz lustige MW3-Geschichte als Hintergrund, die werde ich vielleicht auch gleich noch ganz kurz erzählen. Auf jeden Fall habe ich ihm dann auch mal angeboten, zu meiner Serie, zu den Map-Packs mal was zu erspielen. Das hat bisher alles noch nicht so geklappt, und deswegen hat sich diese Gelegenheit dann hier ganz gut angeboten. Und deswegen nehme ich heute mal einen Gameplay von ihm. Das Ganze ist mit der AK-12 erspielt. Der Aussie Nation und ich, wir haben auf YouTube auch schon so ein Projekt zusammen gestartet, beziehungsweise eigentlich ist es sein Projekt. Ich habe halt in der ersten Folge mitgemacht und habe ihm auch angeboten, bei weiteren Folgen dabei zu sein. Bisher gab es nur diese eine Episode, und zwar von einem kleinen Podcast, wo wir so über aktuelle Themen reden. Ich hoffe, dass er das aber weiterführt, weil ich die Idee wirklich ziemlich cool finde. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, er ist einer der wenigen Kommentatoren, die kleiner sind als ich, die ich wirklich regelmäßig schaue. Das kommt wirklich bei mir ganz, ganz selten vor. Die meisten YouTuber, die ich schaue, haben mindestens 10.000 Abonnenten, und er ist dann noch gerade auf dem Weg, die zu erreichen. Ich glaube, er steht gerade irgendwie bei knapp 5.000 oder so. Und ich gucke wirklich jedes Video von ihm, da bin ich ganz ehrlich. Deswegen, also es muss schon was heißen, wenn er wirklich da so einer der ganz wenigen ist, von den kleineren, sage ich jetzt einfach mal, die ich eben dann auch wirklich ja total häufig schaue. Also er hat echt Potenzial, ein richtig cooler YouTuber in meinen Augen, richtig korrekter Typ. Von daher würde mich einfach mal freuen an der Stelle, wenn ihr bei ihm vorbeischaut für dieses Gameplay. Der Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Wie kam es überhaupt dazu, dass ich ihn kennengelernt habe? Ist eine ganz lustige Geschichte, und zwar damals, als der Remake von Terminal in Modern Warfare 3 reingepatcht wurde. Oder beziehungsweise als DLC rausgebracht wurde. Da haben wir beide ein Gameplay dann auf dieser Map hochgeladen und haben es halt beide irgendwie World's First Moab auf dieser Map genannt oder German's First Moab. Und dann haben wir uns irgendwie gegenseitig halt gefunden deswegen und haben uns aber nicht gestritten irgendwie, wer jetzt die erste Moab dann wirklich hatte beziehungsweise hochgeladen hat, sondern haben einfach das Ganze richtig chillig genommen und haben dann halt einfach irgendwie gesagt, hey, ganz ehrlich, dieses World's First ist doch sowieso so ein bisschen unnötig, von daher sind es einfach beides irgendwie die ersten Mobs, die man so auf YouTube gefunden hat, und so haben wir uns halt kennengelernt. Also manchmal hat dieses World's First, auch wenn ich es teilweise echt unnötig finde, dann doch einen ganz guten Zweck, in dem Fall, dass wir uns eben beide kennengelernt haben damals. Und ja, seitdem arbeiten wir immer mal wieder so auf YouTube zusammen. Und ja, das ist so der kleine Hintergrund zu dieser Geschichte. Ich will in diesem Video ganz kurz auf eine Geschichte eingehen, die gerade auf YouTube ziemlich großen Umlauf macht. Der Tesco hat da auch heute ein Video zu gemacht. Und viele der Leute, die mir auf Facebook folgen, die wissen das eigentlich schon ein bisschen länger, dass der gute liebe Elotrix mal wieder Scheiße erzählt hat über andere YouTuber. Und über mich hat er ja früher schon sehr, sehr viel abgelästert. Und ich finde es jetzt endlich mal cool, dass sich andere YouTuber da auch mal zu Wort melden, die eben auch betroffen sind. Unter anderem Tesco, Empio war betroffen, ich glaube Solution war auch betroffen, Danny Burnage, glaube ich, war da auch schon mal mit involviert. Der hat aber, glaube ich, noch nichts dazu gesagt, beziehungsweise habe ich noch nichts dazu gesehen. Muss aber auch sagen, den verfolge ich jetzt nicht so extrem, und von daher finde ich endlich mal cool, dass vielleicht diese Beleidigungen oder diese Anschuldigungen aus seinen Livestreams dann endlich mal aufhören. Weil es war halt wirklich ein Unding, was da teilweise über mich erzählt wurde, was halt nicht stimmt. Und er selber, zum Beispiel wurde halt gesagt, ich bin der größte Dashboarder und sowas. Und eigentlich bockt es mich nicht so, aber ich finde es dann immer lustig, wenn er in seinem Livestream sogar jede dritte Runde Dashboarden geht und mich dann als Dashboarder bezeichnet. Das sind so Sachen, die finde ich einfach mega witzig und irgendwie total unnötig. Und das Problem ist halt, dass viele Leute den Scheiß dann glauben. Und deswegen ist es dann an der Stelle halt immer so ein bisschen problematisch. Aber das Gameplay ist jetzt an der Stelle auch schon zu Ende. Ich will auch gar nicht mehr weiter darauf eingehen. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich es ziemlich cool finde, dass jetzt andere YouTuber da halt auch mal ja den Mund aufmachen zu dieser Geschichte. Von daher würde ich mal eure Meinung in den Kommentaren dazu wissen. Ich werde jetzt nicht irgendwie einen Titel schreiben, das Thema. Aber einfach nur, damit ihr mal Bescheid wisst. Von daher, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.